Ja, hallo, grüß dich. Wie sagt Hand? Und ich mich einmal aussagewacke oder Hand und wirklich einmal. Habe ich meinen Schreibtisch verlassen, meinen PC verlassen, einmal außen. Jetzt bin ich wirklich, jeder freie Minute sitze ich bei dem Buch, aber es schaut gut aus und ich komme gut weiter. Heute habe ich mir einfach nutze einmal das Wetter. Es ist wunderschön, es ist klar und alles. Und ich möchte ein bisschen was über die Brennnessel erzählen. Vor allem, ich fange einmal mit den Männern an, weil zurzeit sind ja die Brennnessel, die Samen sind reif. Und ich kann euch klar raten, liebe Herren, greift zu und greift anständig zu, esst die Samen, einfach so von den Stauden, auch heute Abend. Also mein Zen-Lehrer hat damals schon gesagt, 2 Esslöffel von den Samen am Tag und das fängt da unten so richtig an zu kribbeln. Deswegen, vergesst Viagra, esst Brennnesselsamen. Das ist ja nicht einmal schlecht, das schmeckt auch wie nussig und das brennt auch nicht. Also da kennt das wirklich frisch so, wenn das bei Brennnessel vorbeikommt, esst der Wind von den Samen oder jetzt sie sammelt die sie trocken und esst die fleißig. Also das sind Entzündungshemmend, das sind voll Antioxidantien, Aphrodisiakum sowieso, sagt man. Und ja, für die Manneskraft halt einfach das Beste, was es gibt. Also die Brennnessel ist ja sowieso die Anti-Aging-Pflanze, was wir da bei uns im Alpenraum haben oder generell in Europa haben. Wir brauchen uns da keine Algen von irgendwo herbestellen und wir brauchen Brennnessel essen. Weil auch die Leiblein, also ein Tee von dieser Brennnessel, fürs Erste für die Hautschienen, die Haare, also mit dem Brennnesseltee die Haare nachschwänzen, also hat jemand wirklich ganz, ganz gelber Haar, blonder Haar, dann könnt ihr da noch so bräunlich so einen komischen Schimmer kriegen. Aber jeder, was ein bisschen einen dunklen Haarton hat, also Brennnessel für die Haare, das ist gewaltig. Silizium, was da drin ist, das nimmt unser Körper wirklich ganz, ganz top auf. Fingernägel, genauso. Also so ein Brennnessel-Tee-Kur sollte man überhaupt im Frühjahr und im Herbst machen. 4 Wochen Brennnesseltee trinken. Top, gell? Aber auch die Blattlein als Spinat. Da kann man ja ganz einen Haufen, es gibt ja Brennnesselknödel und Dittirschlang statt Spinat mit dem Brennnesselfehl. Also wirklich, esst Brennnessel, es kennt euch selber nicht besser als dir. Die Brennnessel hat ein pflanzliches Eiweiß drin, was alle essentiellen Aminosäuren drin hat, die unser Körper ganz, ganz fest und super verwerten kann. Also kein grünes Blattgemüse hat die Top-Zusammensetzung an Aminosäuren, als wir die Brennnessel. Und jetzt komme ich nicht einmal auf die Männer zurück. Nicht einmal zieh da Brennnesselwurzel. Also man kann da wirklich die ganze Pflanze verwerten. Die Brennnesselwurzel. Es ist zwar ein bisschen schwieriger zu verwerten. Bei mir sollte man fast eine Tinktur draus machen, aber es ist von der Wissenschaft bestätigt, eine Brennnesseltinktur hilft gegen Prostatavergrößerung. Und das kann man wirklich schon fahren. Also ich würde sagen, so ab 40 sollte das jeder Mann für sich selber tun. Weil Prostatavergrößerung, ist einfach die heutige Gesellschaft, ist davon betroffen. Und zwar, wir leben alle viel zu gut. Viel zu viel Fleisch. Also schaut, dass er so wirklich möglich Fett- oder den Fleischkonsum reduziert, weil ist das einfach, was enker Prostata schadet. Wer ganz viel Obst und Gemüse isst, wird das Problem mit der Prostata nicht kriegen. Und wer dazu dann auch noch von den Wurzeln sich eine Tinktur oder selber macht, also die macht man ja mit, setzt man, wird in Schnaps umgesetzt. Mir sollte man jetzt aber nachlesen, wie man es genau macht. Oder einer kauft, also ist aber wirklich von der Wissenschaft her bestätigt, dass selber gegen Prostatavergrößerungen hilft. Und wenn sie schon vergrößert ist, kann das gestoppt werden. Gell? Deswegen. Sei es Männlein, sei es Weiblein, esst Brennnessel, greift sie der Brennnessel. Wir haben sie wirklich von Frühjahr um bis in Herbst innen. Man kann jetzt auch noch, wenn man schaut, wo die Brennnessel gemahnt sein. Also wenn man da niederschaut, da sind ganz schöne Blattlein. Also legt euch da einen Vorrat für den Winter um. Auch wer mit Akne zu leiden hat oder so. Brennnesseltee-Kur, macht's euch. Geil? Und wie gesagt, wer ein schönes, volles Haar möchte haben, wascht eng die Haare, macht den einen Sud mit Brennnessel und schwänzt den zuletzt durch. Und auch wer brüchige Fingernägel hat. Ist Silizium da drin, ist einfach top. Und natürlich, es regt den Stoffwechsel an, es hat die Vitamine A, C, E drin, ist voll Eisen, hat einen Haufen Chlorophyll drin. Das Chlorophyll ist ja
in die Pflanzen, ist der grüne Farbstoff in die Pflanzen und ist das, was in mir das Blut haben, haben die Pflanzen das Chlorophyll. Deswegen, das ist, hat fast eine Zusammensetzung wie unser Blut, deswegen ist da so viel Eisen drin. Greif du einfach die Brennnessel, ich kann es dann klar roten. So, jetzt verabschiede ich mich, jetzt werde ich da ein bisschen weitergehen. Ich denke, bis zum nächsten Mal.